Grüß Gott, liebe Freunde des Fußballs. Wir haben heute einen Sporttag mit unseren U8-Mannschaften auf dem SV Stockerauplatz gehabt und eine hervorragende organisierte Turnierablauf in dieser Arena gehabt. Sehr gute Spiele gesehen, junge Talente, viele Tore und auch die U14 spielte dieses Turnier mit besten Spieler, Torschützenkönig, also alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Nur mit der Platzierung ist es nicht so gut gewesen. Aber man hat im zweiten, im dritten Platz mit U8 und U8B bekommen und in der U13, U14, also die U14-Mannschaft hat einen hervorragenden Fußball gespielt mit dem zweiten Platz. Er sieht eine gute Nachwuchsarbeit bei SC Columbia Floridsdorf. Dankeschön und nicht vergessen, Laurent Harich auf YouTube. Hallo Leute, wir kommen wieder zurück zu einem neuen Video und wir sind jetzt in Stockerau und wir haben heute ein Turnier und wir werden jetzt gegen sehr viele Mannschaften spielen und ja. Hallo, ich mache jetzt einen Spaziergang und bevor das Match anfängt. Hallo liebe Leute. Und wir sind bei Stockerau. Und hier sind wir bei Stadion Alte Au. Steht hier schon. Und tschüss. Und vergiss nicht zu abonnieren. Und noch zu liken und noch zu kommentieren. Tschüss. Hallo. Ja, und da sind wir wieder. Und bevor der Mensch anfängt, trainieren Lollis Gruppe und Lollis Tormann, mein Bruder, Gelb, er trainiert gerade. Und dort sind die Gegner, die Weißen, und er spielt gegen. Jetzt beginnt der Match und sie kommen. Ja, und jetzt gehen sie in die Position. Die Nummer 15 passte und die Nummer 8 der Gegner und der passte Columbia Floridsdorf ist blau und die Gegner sind weiß und der Gegner Nummer 9 passt zu seinem Spieler. Und er hat es. Nummer 8 hat Ball. Und die Gegner haben noch immer den Ball. Und Nummer 15 will den Ball nehmen und der passt zum Tormann. Er passt zu Nummer 6. Ernst gesagt zu Nummer 4. Ach, der Ball. Nummer 5. Und der Tormann passt zu Nummer 5. 5 nimmt fast und hat den Ball. Und er will jetzt ein Tor schießen. Nummer 6 passt zu die Nummer 9. Come on, turn it up, play it loud, choose a sight, choose a light, choose a day or two. Und der Tommy hat Ball. Und er schießt.
Und der passt zu Nummer 9. Und dann zu Nummer 7. Und Nummer 12 passt zu Nummer 6. Drinking. Und erste Kolumbien für Rotstoff hat Ball. Nummer 5 schießt und die Gegner haben Ball. Und Nummer 9 nimmt den Ball weg vielleicht. Und der passt zu Nummer 6 von den Gegnern. Und Nummer 7. Der Tormann hat Ball. Hallo Leute, und da sind wir wieder und wir machen ein Interview. Wie heißt du? Manuel. Wie findest du dieses Match? Welches Match ist das, was jetzt gerade spielt? Oder das Turnier? Das Turnier. Achso, das Turnier. Ja, das Turnier ist grundsätzlich wirklich cool bisher. Sind viele Mannschaften da. Ja, und wie gefällt es dir bisher? Gut. Gut? Sehr gut. Danke. Bitte sehr. Tschüss. Ciao. Wie heißt du? Patrick. Du? Antonia. Schönen Namen. Patrick, was findest du heute bei diesem Turnier sehr besonders? Ja, dass so viele Kinder kommen, dass so viele Eltern kommen, dass viele Familien da sind, dass man sieht, dass die Familien zusammenhalten und natürlich, dass der Sport im Vordergrund ist. Wie findest du das Turnier? Ja, sehr schön. Es sind ein paar Mannschaften dabei und ja, Konkurrenzkampf ist auch da. Wie gesagt, viele Familien kommen auch dazu und deswegen finde ich das Turnier sehr schön. Willst du jemanden grüßen? Ja, ich grüße meine Mama. Ja, hallo Mama. Danke. Bitte. Tschüss. Jetzt fand der nächste Match Columbia gegen Kosta Neuburg. Leider. Gut, Lolli. Kostneuburg hat Ball. Kostneuburg passt zu Kostneuburg. Kostneuburg hat Ball. SC Kolumbien Florsdorf nimmt den Ball weg. Kostneuburg nimmt den Ball weg von Kolumbien Florsdorf. Und Lally hat es! Und der Schiedsrichter hat gepfiffen. Faust! Ja.
Ja, wir haben nichts Deutsches. Wir haben schwierige Uli! Die hat den Ball gehalten. Und Nummer 5 hat den Ball gehalten. Nummer 9 schießt und Nummer 9, 9, 9. Oh, und der Gegner hat den Ball gehalten. Nummer 10 hat den Ball. Und Nummer 8 hat den Ball und er schießt und Tor! Hä? Echt? Es gibt vielleicht was. Es geht nach vorne. Oh nein, die Gegner haben Ball. Jetzt hat erst der Kolumbien Flores auch Ball. Die gehen vielleicht nach vorne. Und jetzt hat Kolumbien Flores auf der Ball. Jetzt hat der Gegner den Ball und jetzt hat das. Und Nummer 3. Und Nummer 10 passt zu Nummer. Er wollte zu Nummer 9 schießen, aber leider hat der Gegner den Ball genommen. Sag, möchtest du das vielleicht wieder auf, die Mädel? Das erkennst du. Nummer 4. Und Nummer 7 passt. Ah. Nummer 6 will den Ball wegnehmen. Dazu muss Lolli sehr gut aufpassen. Und er schießt aus zu Nummer 10. Und Nummer 10 schießt über ihn. Und Nummer 9 wollte den Ball nehmen, aber er ist away. Hallo Leute. Ja, das Match ist gerade fertig. Es war sehr ein gutes Spiel. Und ja. Wir haben jetzt noch 3 Punkte und wir hoffen, wir werden diesen Turnier gewinnen. Ja, als 2. Platz. Und wenn ihr vielleicht neu seid, bitte abonniert und vergesst nicht zu liken und die Glocke zu aktivieren. Tschüss. Wie heißt du?
Ich heiße Lauren Tarich. Wie war das? Welche UG ist? 14. Wie? Und da sind wir wieder und ich erzähle euch alles. Wir sind bei Stockerau und das ist ein U14-Turnier und ein U8-Turnier. Und der Tommel hat gut gespielt und die Spiele auch. Und der Tommel hat sehr viele Bälle gehalten. Und die Spieler haben sehr viele Tore geschossen. Und nicht vergessen, abonnieren und liken und noch in der Kommentare schreiben, wie schön es war oder was ihr wollt. Zweiter Match. Turnier. In der Sekunde mit Florisdorfer und der Ball. Was passiert? Der Pass zu Nummer 12. Und. Und Nummer 3. Und Nummer 6, der Thomas passt, der Mitspieler passt zu Nummer 6. Und der Gegner hat den Ball und. Und wir sind wieder da. Hallo, und wir sind wieder da. Und ich mache ein Interview. Über das, was wir alles gesehen haben. Und immer neu. Nummer 9 kämpft mit dem Ball. Jetzt bin ich wieder zurück. Ja, Tor für uns. Und FC Columbia Florenzdorf hat ein Tor gegen 0. Für die zu 0. Oma hat ein Tor geschossen. Oma, yay. Weiter so. Und FC Columbia Florenzdorf hat ein Tor gegen 0. Gegner hat Ball. Oh, Laurent. Und er schießt aus. Weiter so. Es wird weiter gekämpft. Nummer 9 hat den Ball. Jetzt hat es der Gegner. FC Columbia. Es gibt so viele FC Columbias. Also. Ja, Floridsdorf. Laura hat wieder den Ball und schießt es außen mit dem Ball. Nummer 11. Und wird zurückgepasst. Gegner hat wieder Ball. Und wird zurückgepasst. Back to the town. 12er oranger Gegner hat den Ball und passt es zu einem anderen Gegner. Proud of Florent. Look at him. Yo, fuck me. Und der Schiedsrichter hat gepfeift. Ihr habt es ja gehört. Der Schiedsi hat gepfiffen. Nam, nam, nam.
Das heißt das Krieg. Das heißt es jetzt Krieg für heute. War. Nam, 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 nam. Ui. Der Ball ist draußen. Aber jetzt schon. Oh, ja, Emma. Und Emma kämpft sehr gut. Und der Ball ist draußen. Bruh. Oh, ich hab den DJ in der Motherfucking Tour. Ich hab mir. Und, Antonia, wie findest du diesen Mensch heute? Sehr gut, das ist Antonio. Antonio, ups. Ja, yay, Tor! Wuhu, gut, super! Es ist Kolumbien, Florenz-Tor! Oh, das Schiri, also Schnitzel. Bruh. Und dann ging der Ball und es ist Kolumbien, Florenz-Tor hat den Ball. Und es geht vorne. Nummer 11 hat den Ball. Anna, Anna. Und, ah, oh, er schießt einfach nur raus. Miau. Weil die Gegner fast bei dem Tor nah sind. Laurent wartet auf den Ball und er hofft, dass sein Team ein Tor schießt. Drama. Old ass, stupid ass drama. Oh, seine Haare, so süß. Mann, auch. Jetzt hat es Laurent weggeschossen. Super, Laurent. Super, Laurent. Und er hat wieder gehalten. Gut. Und er passt sehr gut mit den Händen. Und Nummer 6 schießt zu Nummer 10. Elmar. Immer. Und. Die gehen am Ball. Ich glaube, ich weiß, wo er hinschießt. Okay, und Nummer 9? Es steht 2 zu 0. Super Columbia! Und das Columbia hat den Ball und er schießt und. Oh, leider. Nein, aufgehalten. Mach nichts, weiter so. Okay, und der Ball geht nach vorne und Lolli. Und der Türmann geht nach hinten. Vielleicht sind ein paar runtergefallen, also insgesamt 2. What the fuck are you talking about? Es kommt mit Flossdorf, passt zu Nummer 12 und dort. Oh, oh, und. Oh! In Kreuzheck. Woo! Gut, super. Super! Super, Lolli. Und. Oh! In Kreuzheck. Woo! Und sie gehen weiter vorne. Und Emma ist Kapitän. Oh nein, die Gegner schießen nach vorne. Und Nummer 10. Und? Oh Mann, er hat gehalten. Aber macht nichts, weiter. No problem. Nein, passt zu. Und die Gegner schießen nach draußen. Oh nein. Und die Gegner gehen weiter nach vorne. Und Lolli geht nach hinten, damit. Und. Ja, gut, Columbia. Geht's nach vorne. Bravo 14, super 14. Und schießt. Ja! Es steht 3 zu 0. Woo!
Super Columbia! Bau 14 und schieß! Ja! Trainer, und jetzt kannst du mal sprengen. Und? Ja, gut, Nummer 5 hat den Ball. Und der Bastion Elmar. Nummer 4. Immer passt zu Nummer 5. Es steht 3 zu 0. Dann geht immer nach links. Und faul! Lolli war zuerst vorne. Und jetzt geht er ein bisschen nach hinten. Lolli, der Tormann. Abonniert den YouTube-Kanal von Leon und Harig. Und nochmal. Und nochmal ein Tor 4 zu 0. Super Columbia. Und alle sind glücklich. Und sie hatten eine Woche ein Sommercamp. Sie haben sehr viel trainiert bei diesem Sommercamp. Und sie haben auch nur ein bisschen gegessen, eine klitzekleine Pause. Sie haben auch 2 Stunden Pause gemacht. Und ja, bis zum Freitag war es zu Ende. Und dann für die U6 und die U7 und die U8 gibt es auch ein Sommercamp. Aber es hat noch nicht begonnen, denn es ist heute Samstag. Sondern am Montag beginnt es. Und jetzt reden wir wieder weiter über den Match, also Turnier. Na Ball. Nummer 3. Und Nummer 14 geht nach vorne, der Gegner. Und dort. Oh, oh. Er passt zu seinem Spieler, die Gegner. Und Nummer 4. Und Lolli hat das gefangen. Gut. Super. Er geht nach vorne. Er schießt und er passt zur Nummer 10. Und 5. Und die Nummer 11 geht nach vorne und geht nach vorne und links. Oh, und der Ball ist draußen. Foul. Und Nummer 7 hat den Ball gehabt. Und Jeremy passt zur Nummer. Passt zu Nummer 11. Und Nummer 11 passt zu Nummer 12. Und das ist gut, denn sie reagieren gut. Und es ist cool, Mühe, Fleiß hat gewonnen. Super! Und es steht 4 zu 0. Sie haben leider kein Tor geschossen. Lolli hat alle Bälle gefangen. Aber vielleicht braucht er mal schon eine Pause. Denn er hat gut reagiert. Und wir sind wieder da. Hallo, und wir sind wieder da. Und ich mache ein Interview über das, was wir alles gesehen haben. Match und das Turnier beginnt. Woo! Und sie machen die schöne Position. Bereit. Sie machen sich für die Position bereit. Nummer 10 passt zu Nummer 3. Nummer 3 passt zu Nummer 7. Nummer 10 passt zu Nummer 12. Nummer 12 passt zu Nummer 10.
Nummer 10 passt zu Nummer 5. Nummer 5 passt zu Nummer. Das Match beginnt. Okay, Nummer 5 passt zu Nummer 5. Nummer 5 passt zu Nummer. Und der Thomas hat den Ball. Milo hat den Ball gehalten. Wow, gut. Ja, jetzt muss man weitermachen. Milo geht nach hinten, weil der Ball wird nach oben geschoben. Und Schei hat den Ball. Aufgepasst. Gegner hat den Ball und schießt nach vorn und Laurent haltet es. Es wird wieder gekämpft, Gegner hat Ball. Nummer 12 geht zu dem Ball bzw. rennt. Kämpfen Nummer 12. Ball wird geswoopt. Achtung! Oh, knapp. Laurent rennt zu dem Ball. Nummer 8 schießt den Ball aus. Und es wird weitergekämpft. Gegner 2. Es wird wieder hineingeschossen. Es wird gekämpft. Und Laurent hält den Ball. Bravo. Nummer 14 hat den Ball. Ball kommt nach vorne. Laurent kehrt zurück. Ball wird. Das war gut. Bravo, Laurent. Ball kommt wieder.
Da liegt einer am Boden. Zwei am Boden. Hoffentlich kein dritter. Ball schon wieder. Und bravo. Ball schon wieder. Das war knapp. Die Gegner sind heute. Ball kehrt nach vorne. Da ist ein Stein gestorben. Bitte los. Number 6. Jo. Nummer 3, kämpf mit dem Gegner. Bro, Anton, ich kann nicht sehen. Hallo. Skrr. To the ground. Es kommt wieder back to Laurent. Und Laurent versucht zu rennen, um den Ball zu fangen. Sweep. Hätte er das nur mit den Händen gefangen. Und er hat es gehalten. Halbwegs. Zum Glück. Gut, das war ja ein Schmaus. Schmaus, okay. Und das Spiel ist zu Ende. Did you get it? No. Not oh yes. Oh yes. Hallo. Nee, den Level up. Level up. Ich bin Ottmar Holzer, Vizebürgermeister von Stockerau. Wir befinden Sie im Sportzentrum Alte Au in Stockerau, ist die Heimat des SV Stockerau. Bis vor kurzem war ich 12 Jahre Präsident des Vereins. Jetzt gibt es gerade einen Umbruch und ich möchte die Gelegenheit nutzen, den neuen Vorstand, den neuen Funktionären des SV Stockerau gratulieren für so ein schönes Jugendturnier. Wie viele Wir haben 8 Altersgruppen. Das Turnier wird heute und morgen stattfinden und in jeder Altersgruppe zwischen 4 und 8 Mannschaften, die teilnehmen am Turnier. Von den Vereinen von Rapid Wien über die ganzen Nachbarvereine Stockerau, Klosterneuburg, Brunn am Gebirge, Kolumbia, Floridsdorf, also alle Vereine, die einen Namen haben. Und auch danke an den Vereinen, dass sie immer wieder auf Stockerau kommen zu unserem schönen Jugendturnier. Bitte schön, danke. Hallo, ich bin Alexander Harich. Ich mache ein U8-Turnier, ja, gegen Stockerau. Ja, bis bald. Hallo. Und Alexander ist dort, also mein Bruder. Aus Kolumbien, Floridsdorf ist dort. Und das sind die Gegner. Ein Match! Oh mein Gott! Voll auf die Fläche! Und damit zwei Füßen. Und die Gegner haben Ball. Und der Ball ist draußen. Und ich hab Ball. Er nimmt den Ball. Er nimmt Schwede. Und Nummer 39 Kippe. Und der Ball ist raus. Den Ball. Und der Ski. Und der Pass.
zusammen mit Spieler. Und Alex hat. Und Nummer 27. Nummer 39. Nummer 37. Nummer 21. Und der Ball ist draußen. Schießt aus. Und der passt zu seinem Mitspieler. Und der Gegner will den Ball wegnehmen. Und er hat den Ball. Und Alex nimmt den Ball. Und Alex? Oh, der Ball ist draußen. Und die Gegner haben Ball und sie wollen schießen und er hat gehalten. Und er passt zu seinem Mitspieler und ist jetzt weit vorne. Oh. Und Alex passt zu seinem Mitspieler und dann nochmal. Oh. Und der Alex und der. Und der Alex schießt und. Oh, der Thomas hat den Ball genommen. Und. Oh. Okay. Und Alex. Und Alex, der Nummer 37 ist. Aber fast. Und kein Tor. Zum Glück. Und dagegen hat Ball. Es geht weiter. Und der Ball ist draußen. Und die Gegner haben Ball. Und gehalten. Okay. Okay. Und er passt. Wir sind Mitspieler und er schießt. Ja! Es steht 2-2. 2-1. Erste Kilometer ist auf ein Tor geschossen. Ist zu Ende. Tschüss. Ball wird reingeschossen. Die Gegner haben den Ball, der Torwart schützt. Alex hat den Ball und kämpft. Okay.
Torwart hat Ball, schießt es hinein und draußen. Oder doch nicht? Alex hat den Ball. Und draußen. 29 hat den Ball und kämpft mit 9. 9er. Ui. Der Gegner hat es rausgeschossen. Und draußen. Zum Spieler der U14 des Turniers wurde gewählt von den Trainern von Columbia Florisberg, ebenfalls Lazi Ömer. Der Florisberg.